Hallo, liebe Zuschauer von testmotorrad.de. Ich möchte hier in diesem Kurzvideo mal meine BMW R90 Racer vorstellen. Ich habe diese Maschine jetzt fast 2 Jahre. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Diese wurde eigentlich nur bis 2019 gebaut. Ich selber bin vorher auch viel Supersportler gefahren und habe jetzt auch mit der Sitzposition ehrlich gesagt nicht so ein Problem. Also ich fühle mich da eigentlich ganz wohl drauf. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Langstreckenmotorrad, aber für mein Fahrprofil auf alle Fälle ausreichend. Ich habe mal beim Händler auf einer aktuellen Fireblade Platz genommen. Oh, die Frösche nerven im Hintergrund, naja, egal. Also da finde ich, sitzt man noch einiges sportlicher drauf. Ja, was man natürlich machen könnte, wäre hier einen Superbike-Lenker montieren, aber ehrlich gesagt ist das, für mich kommt das aus optischen Gründen nicht in Frage. Zum Fahrverhalten. Ja, durch den Boxermotor habe ich natürlich einen niedrigen Schwerpunkt und ich muss ehrlich sagen, für eine 1200er fährt die sich mega handlich. Ich bin also wie gesagt sehr damit zufrieden. Komme ich mal ein bisschen zu den Einzelheiten. Die Bremsen vorne sind von Brembo. Ich habe montiert eine höhere Verkleidungsscheibe. Und auf der anderen Seite, jetzt eigentlich mehr aus optischen Gründen und vielleicht auch aus Gewichtsgründen, habe ich von Speed Products ein Cobra SP1 montiert. Dieser ist definitiv nicht lauter als der Originalschalldämpfer. Wie gesagt, er sieht aber eben sportlich aus, nicht ganz so glücklich. Ja, was gibt es sonst noch? Ein Tankring von Güvi für den passenden mit dem passenden Tankrucksack. Das ist übrigens meines Erachtens eine super Kombination. Die Zeiten mit den Magnet-Tankrucksäcken und den Zugbändern hat jetzt ein Ende und ich finde das mega praktisch. Also das ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Anschaffung. Was gibt es sonst noch zu sagen? Zu den technischen Daten kann ich auch noch mal eben kurz kommen. Ich habe einen Motor mit 1170 Kubik. Zweizylinder Boxer, 110 PS, das Gewicht beträgt vollgetankt 220 Kilo, die Sitzhöhe 805 mm und was mir eigentlich an dieser Maschine wirklich gut gefällt, weil vorher hatte ich noch keine, das ist ein Kardan. Also Kardan bedeutet immer ein sauberes Hinterrad. Vorher bei den kettengetriebenen Motorrädern, die ich hatte, war ja immer Schmiere drauf und hier muss man sagen, der hält das Hinterrad wirklich schön sauber. Komme ich nochmal zum Sound. Also ich nenne mal kurz, welche Maschinen ich vorher gefahren bin. Da war eine ZX10R, eine 2005er. Ich hatte zweimal eine Fireblade, eine SC33 und eine SC57, eine K4, eine Suzuki GSX-R1000, eine Aprilia RSV1000 Miele. Also auch mein erster Zweizylinder und diverse Naked, Tourer. Ja, insgesamt schon 13 Motorräder. Ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung. Kommt natürlich schon einiges zusammen. Früher gab es für mich eigentlich immer nur Vierzylinder, weil ich gesagt habe, vom Sound her, so ein Boxer für mich was ist. Aber ich muss sagen, diese Kiste macht einfach süchtig. Der Sound ist einfach irre und vor allem das Drehmoment aus der Kurve mit dieser Maschine heraus zu beschleunigen, ist eine wahre Freude. Ich werde sie gleich mal kurz anmachen, einen kleinen Soundcheck, aber sie ist wie gesagt kalt. Ich werde natürlich jetzt nicht die Maschine hochdrehen. Schaue ich da mal nach. Neutral ist drin. Ja, so hört sie sich an, im Stand natürlich. Ansonsten, was habe ich optisch noch ein bisschen verändert? Tankpad, also ein Aufkleber komplett über den Tank. Passend. Wie ich finde, zu diesem Café Racer ganz passend. Dann habe ich andere Spiegel montiert, da sind aber noch andere bestellt, weil die vom Durchmesser her so nicht zugelassen sind.
los. Die Originalspiegel, ich nenne sie immer die Kranausleger, montiert an der Verkleidung, also die gefallen mir überhaupt nicht. Ich sage sogar, die versauen die Optik des Motorrads. Ja, ansonsten, man sieht ein bisschen Aufkleber, Tunic, was sich auch wieder so entfernen lässt. Das war es im Großen und Ganzen zu meiner R90 Racer. Wie gesagt, ich finde die Maschine sehr schön, mir gefällt sie sehr gut. Ich würde sie auch weiterempfehlen. Tschüss, Carsten.